you move, make me blind. You will always be there, there's no doubt in my mind. You will always be there, heading out to see ya and leave the rest behind. Bei Zara angekommen und der Max findet hier alles hässlich. Jetzt haben sie einfach den Lissandro aus der Schule geschmissen. Wie in diesem Auto noch? Guck schon wieder! Was denn? Guck! Ich hab gar nichts gemacht. Das ist scheiße hier. Ich fahr da oben. Ich hab Bock mehr. Da steht ein neues Auto. Ja. Guck mal, da will er jetzt hochfahren. Schaut mal da. Die Rampe wollte er gerade hochfahren, da Max. Aus Spaß natürlich nur, ne? Also, guten Morgen. Guten Morgen. Da sind wir wieder. Ich muss jetzt mit dem Auto in die Werkstatt. Ja. Also ich, vielmehr der Max. Irgend so ein Vollpfosten ist uns nämlich an den Kotflügel gefahren. Oder hängen geblieben, was auch immer. Auf jeden Fall ist er gegangen. Deshalb Vollpfosten. Und asozialer. Wollen wir ein paar Schimpfwörter fahren? Nein. Okay, rechts ab. Also wir sind jetzt gleich da und schauen mal, was die in der Werkstatt sprechen. Yay! In 250 Metern. Max, vielleicht mag die Frau in dem Navi dich nicht. Die mag mich auch nicht, wenn es ernst. Die Frau im Navi mag den Max nicht. Wo ist denn das jetzt? Sie soll jetzt wieder reden. Hallo. Finden es nicht. Das Ziel befindet sich links. Hat eben gesagt, sie noch rechts? Links, da ist es. Da ist, wir haben es gefunden, Leute, wir haben es gefunden. Alles gut, wir haben es gefunden. Und alles nur, weil irgend so ein Vollpfosten, wie gesagt, Vollpfosten, das darf ich auch sagen, mein Auto angemackt hat, wenn ich den erwische. Doch, fahr rein, Schatz. Ja, okay. Auf was wartest du? Ankunft. Ankunft. Hast du gehört? So, der junge Mann hat sich jetzt mein Auto angeschaut. Ich brauche eine komplett neue Tür und einen neuen Kotflügel. Und damit die Farbe dann zusammenpasst, muss die Fahrertür auch noch lackiert werden. Ey, Leute. Falls ihr irgendwann mal an irgendeinem Auto hängen bleibt, gehe ich schwer davon aus, dass ihr so klug seid und anhaltet und demjenigen einen Zettel ans Fenster macht. Und nicht so wie derjenige seid, wie der mir mein Auto angemackt hat. Nur ich kann so ein Glück haben, ne? Ja. So, also, ich brauche jetzt, wie gesagt, eine neue Tür und so weiter. Und ihr könnt euch ja sicher denken, dass ich da jetzt nicht so erfreut drüber bin. Ich muss nämlich alles selbst bezahlen. Und ich finde es richtig scheiße von demjenigen, dass er einfach weitergefahren ist. Klar, denn seine Versicherung steigt dann, aber dafür sind ja Versicherungen da, ne? Ich bin so angepisst. Das finde ich richtig scheiße. Heute sind ganz schön viele Kraftausdrücke in dem Video. Sorry. Ja, aber ich glaube, das kann jeder von euch verstehen, oder? Naja, egal, sei es drum. Wir fahren jetzt in die Stadt, gehen jetzt zu Subway. Ich freue mich schon voll. Und den Max sieht er dann auch. Und jetzt ruft mein Mann an. War ja klar. War ja klar. Der will wissen, was mit dem Auto ist. Hello. Ich traue mich nicht hier zu filmen, wer es ist. So sieht das Ganze aus. Wir sind gerade bei Zara angekommen und der Max findet hier alles hässlich. Er findet alles hässlich. Warum findet er alles hässlich? Weil er keinen Bock hat. Ich habe aber schon was gefunden. Und ich probiere jetzt an. Tschüss, Max! Okay, der Max hatte recht. Die Jacke ist sau hässlich, sagt er. Naja, sau hässlich nicht, aber diese Teile hier sind hässlich. Okay, wir machen mal weiter mit dieser Jacke hier. Der Max ist total begeistert. Okay, Leute, jetzt muss ich selbst total lachen. Ich fand die richtig cool und jetzt ist die echt hässlich. Schaut mal. Max hat gemeint, da fehlt nur noch der Cowboy-Hut, hat der Max gesagt. Fliegen kann man damit auch. Ich finde die Tasche voll schön, aber der Max findet die hässlich. Hässlich. Die ist nicht hässlich. Ich zeige euch die mal. Ist doch voll süß, oder? Max findet die echt hässlich. Na gut, dann bleibst du da. Hier sind ganz viele reduzierte Sachen, Max. Wir bleiben für immer hier. Der Max hat keinen Bock mehr.
Ich habe euch doch erzählt, dass mich jemand verarscht hat in der Stadt. Ne? Hat gemeint, Heidi, hast deinen Hasen dabei. Hier würde er dann wahrscheinlich sagen, Heidi, hast deinen Vogel dabei. Aber die finde ich jetzt wirklich nicht so schön. Wir sind wieder da. Lassie, ich habe dir was Schönes mitgebracht. Cool. Neue Badehosen. Und da ist auch die feine Bella. Boah. Und, gefällt sie dir? Ja. Voll schön, oder? Komm, wir legen sie mal hier hin, dann kannst du überlegen, welche dir besser gefällt. Ja. Die hier oder die hier. Schau, da ist so ein Skater drauf. Oder die da. Die ist auch schön mit den Palmen. Mhm. Schön, oder? Ja. Also die ist, glaube ich, etwas kürzer. Ja, oder? Die ist kürzer. Ich wollte euch noch kurz was zeigen. Und zwar habe ich mir diese wunderschönen Armbänder hier mitgenommen. Ja, Bella, da musst du auch dran riechen, ne? Schaut mal, wie schön die aussehen mit der Ananas, wenn man schön gebräunt ist im Sommer. Die haben aber leider 6,99 Euro gekostet. Ganz schön viel. Aber mir gefallen sie voll gut. Ja, wollte ich euch kurz zeigen. Und der Lassie probiert sich jetzt mal die Badehosen an. Lassie hat sich entschieden. Er nimmt jetzt diese hier und diese hier. Jo, ja, er freut er sich, der Lassie. Und heute hat er das Plakat mitgebracht von der Schule. Das durften sie wieder mitnehmen. Aber die Bilder sind ein bisschen abgegangen, leider. Ja, leider. Und welche Note gab es? Wir wollten doch noch erzählen, welche Note es gab. Also es gab eine Note für die Gestaltung. Da habe ich eine 1. Jawohl, super. Also für HSU, glaube ich. Und eine für Deutsch, wie ich mich ausgedrückt habe. Und auch eine 1. Super. Obwohl du so aufgeregt warst, ne? Hast du doch erzählt, gell, dass du so aufgeregt warst. Mein armer Schatz. Super gemacht. Lassie, und übrigens, weißt du was, bei H&M haben mich 4 Mädels angesprochen. Echt? Ja, die waren so süß, die wollten ein Bild machen. Musst du mal an Max fragen. Max? Ja, waren so süß. Die waren so süß, sagt er gerade. Max hat dann Bilder von uns gemacht. Die sind dann so hergekommen, haben gesagt, Entschuldigung. Und ich so, ja, können wir ein Bild mit dir machen? Das war irgendwie voll süß. Habe ich mich gefreut. Ja. Okay, also gut, meine Lieben. Wir machen jetzt hier mal weiter und dann melden wir uns wieder bei euch. Gell, Max? Schützt gerade dein Leben, oder was? Mhm. Ja, schön hier, Romantik. Süß, ne? Läuft bei dir, ne, Max? Läuft. Ich zeige euch noch kurz, was wir in der Stadt mitgenommen haben, weil ihr das immer sehen wollt. Und zwar war ich bei Jack & Jones. Der Moritz hat sich diese kurze Hose hier ausgesucht, die richtig schön aussieht. Also sehr, sehr edel, gefällt mir richtig gut. Allerdings hat die gekostet 49,99 Euro, was echt eine Stange Geld ist für eine kurze Hose. Aber ja, Moritz hat sie halt super gut gefallen. Er wollte sie haben und deshalb habe ich sie mitgenommen. Und hier hat er sich dann noch ein T-Shirt bei Jack & Jones ausgesucht. Das finde ich auch richtig schön, steht ihm auch gut und ich habe mir dann noch dieses Oberteil hier mitgenommen und zwar bei Zara. Allerdings ist es so, dass hier so ein Stück Stoff noch ist, was mir gar nicht gut gefällt. Also das hängt dann so an der Seite weg. Das bringe ich zum Schneider, der soll mir das hier abschneiden, damit das Stück Stoff eben weg ist. Der Stoff ist nämlich sehr, sehr dick und das ist natürlich was dann für einen September oder Oktober, also für einen Herbst dann halt. Für den Sommer jetzt nicht geeignet, das hat gekostet 9,99 Euro, aber ich kann mir das halt super gut vorstellen, gerade eben wegen dem Stoff, den mag ich nämlich sehr, sehr gerne. Und das habe ich mir mitgenommen und dann habe ich mir noch ein paar Schuhe mitgenommen, die jetzt nicht auf dem Tisch stehen, ne? Ich bin ja abergläubisch. Und ja, Schuhe gehören nicht auf den Tisch. Und die sehen jetzt so aus, hier mit diesen Glitzersteinchen in Rose Gold. Das mag ich sehr gerne. 29,95 Euro habe ich, glaube ich, dafür bezahlt. So für jeden Tag, ne, wenn man auch mal auf dem Spielplatz ist oder so. Auf jeden Fall gefallen sie mir halt sehr gut, weil sie halt auch niedrig sind. Und ich liebe ja Rose Gold, könnt ihr ja hier sehen, an meinem Ring zum Beispiel, ne? Und dann war ich jetzt gerade noch beim Schneider und habe diese Sachen geholt. Und zwar hatte ich euch das doch in meinem Fashion Haul erzählt, dass mir der Rock hier gerissen ist. Und schaut mal, wie cool der Schneider das gemacht hat. Richtig genial, oder? Der hat mir das hier zugenäht. Sieht man natürlich nicht von außen. Aber so sieht es jetzt von innen aus. Und ich freue mich riesig, wenn ich diesen Rock wieder tragen kann, weil es einer meiner liebsten Röcke ist. Und hier habe ich dann auch noch die Hose wieder zurückbekommen. Die hatte ich eben auch beim Schneider. Da war ja der Knopf gleich am Anfang abgegangen, was mich total geärgert hat, weil die Hose richtig genial ist. Hatte ich euch auch in meinem Fashion Haul gezeigt. Kann ich euch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Und dann habe ich die Hose noch beim Schneider gehabt von meinem Mann. Die ist auch von Jack & Jones. Und zwar hat der so riesen Löcher da gehabt. Und das hat der Schneider eben auch richtig cool ja, so vernäht und das sieht halt jetzt auf jeden Fall definitiv besser aus als vorher. So, und jetzt mache ich hier mal weiter. Jetzt habt ihr die Sachen gesehen und wir sehen uns später. Die Kinder singen, Bella. Bella, die Kinder singen.
Das letzte Mal in Lassies Klassenzimmer. Wo warst du gesessen, mein Schatz? Immer hier. Ja. Jetzt zuletzt war er hier. Also lass uns gehen. Ja. Wie aufregend. Okay, Leute, ich muss echt weinen diesmal. Das letzte Kind in der Grundschule. Wir laufen jetzt nach Hause. Jetzt müssen wir den Luki abholen von der Schule. Und es war so aufregend. Ich war total aufgeregt. Ich auch. Warst du auch aufgeregt, Schatz? Sehr. Oh Mann, die letzten Stunden in der Grundschule. Ja, Wahnsinn. Hier ist das Zeugnis und eine Geburtstagseinladung. So, wir gehen jetzt nach Hause und schauen, was wir jetzt noch so machen. Ich habe jetzt gekocht. Heute gibt es was ganz Besonderes für meine Mäuse. Das Ganze kommt jetzt hier in meinen Moolex rein. So sieht das aus. Ich wollte euch übrigens auch noch sagen, dass ihr die obere Platte schön anheben müsst, bevor ihr sie quasi drauflegt, damit dann quasi dieses Teil hier nicht verkratzt. Ne? Hier also schön anheben und dann eben drauflegen. Mit einer Hand geht es jetzt gerade ein bisschen schwierig, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Diese Hähnchenbrust, die kommt jetzt hier rein, dann lasse ich das noch köcheln und ich wollte euch noch sagen, dass ich einen 20% Rabattcode für euch habe, also könnt ihr 20% auf dieses wunderschöne Teilchen hier sparen. Ihr wisst, wie sehr ich meinen Moolex liebe. Und ja, ich koche jetzt hier mal weiter. Spätzle habe ich auch schon soweit vorbereitet und den Salat auch. Machen wir den noch an. Ich habe vergessen, den vorzuheizen, aber das ist nicht schlimm, weil es ja schon in der Pfanne war. So, jetzt machen wir den zu. Übrigens gelten die 20% auf alle Produkte der Firma Moolex, wollte ich noch dazu sagen. So, jetzt lassen wir das mal eine Weile hier drinnen. So, der Salat ist jetzt soweit auch fertig. Da mache ich jetzt noch das Dressing und dann können wir auch gleich schon essen. Lecker. Ich habe jetzt voll Hunger. Für meinen Mann und mich gibt es übrigens was anderes. Und zwar habe ich jetzt hier Nudeln mit einer Käsesoße. Die kommt jetzt hier drüber, weil wir ja kein Fleisch essen. Wir schauen mal gemeinsam rein. Jawohl, sieht gut aus. Ist soweit fertig. Der Max macht gerade sein Auto sauber. Schaut mal, wie fleißig er ist. Und ich stehe nur rum. Was steht da auf deinem T-Shirt, Max? Klein, aber 18. Aha, verstehe. Süß, ne? Ja, ist voll süß. Habt ihr euch das machen lassen? Ja. So bist du in Lorette rumgelaufen. Ja, klar. Fanden das die Mädels gut? Ja. Echt? Ich verstanden habe schon. Okay, du musst da noch tanken, Schatz. Ach so. Ja, ich hasse tanken, Max. Zeig mal, ob du es schön gemacht hast. Ja, sieht ganz gut aus. Hm? Kommt, wir kontrollieren mal, ob der Max das schön gemacht hat. Ja. Geht. Max? Bip, 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 ja. Was? Bip, 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 bip? Was denn? Ich hab keinen Bock mehr. Was? Du hast keinen Bock mehr? Nee, das macht gerade übel Spaß. Ach komm. Hast du schön gemacht. Passt doch. Der Postbote war gerade da. Ich habe ein neues Schmuckstückchen von Mein Punkt. Schaut mal, wie schön diese Kette aussieht. Oh mein Gott. Ich bin schwer verliebt. Jetzt habe ich passend eben zu meinem Armkettchen und zu meinen Ohrringen auch die Kette. Das sieht so, so schön aus, das Set. Das gefällt mir sehr gut. Sieht sehr edel aus. Hier eben mit diesen kleinen Kugeln. Dann eben auch hier bei der Kette. Ich habe dazu auch einen Rabattcode für euch. Den habe ich ja schon sehr lange. Den zeige ich euch auch immer auf Instagram zum Beispiel oder Snapchat. Also falls ihr Geld sparen wollt, nicht nur jetzt hier auf dieses Set, sondern auch auf die anderen Produkte eben von meinem Punkt, dann schaut auf jeden Fall mal nochmal unten in die Infobox. Der Rabattcode nennt sich RosellaMir17. Damit könnt ihr eben Geld sparen und euch ein wunderschönes neues Schätzchen bei meinem Punkt aussuchen. Jetzt habe ich kein Kind mehr, das zur Grundschule geht. Ihr habt es gesehen, Alessandro wurde rausgeworfen. Das ist bei uns so ein Ritual. Früher war es so, dass die Lehrer die Kinder an den Füßen bzw. an den Händen genommen haben und dann so auf die Matte rausgeworfen haben. Und jetzt haben sich die Lehrer überlegt, okay, die Kinder, die werden immer schwerer, die sollen mal schön selbst aus der Schule rausrennen und eben auf diese Matte springen. Das war also der Rauswurf vom Alessandro. Sehr emotional für mich, mein letztes Kind eben, das zur Grundschule geht. Ihr könnt mir gerne mal erzählen, wie das bei euch so ist, bei euren Kindern, wenn die das letzte Schuljahr in der Grundschule jetzt waren, ob es da auch sowas gibt oder ob die eben einfach am letzten Schultag nach Hause gehen, nach der letzten Schulstunde. Ja, Zeugnis und dann nach Hause. Meistens geht man ja nochmal in die Kirche
Aber ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich total freuen, wenn wir uns da so ein bisschen austauschen. Ansonsten habe ich jetzt auch die E-Mail bekommen von der Werkstatt wegen meinem Auto. Über 2000 Euro, 2100 noch was sind es. Und ja, ich habe mich natürlich total über diese E-Mail gefreut. Nicht. Und ja, wie gesagt, es war halt ein Vollpfosten, der einfach mal gedacht hat, er müsste weiterfahren, nachdem er mein Auto angemacht hat. Ja, so ist es nun mal. Okay, meine Lieben, das war es soweit von meinem neuen Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen und natürlich hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, ist kostenlos. Und dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag oder Abend. Macht's gut, die Bewegung war zu früh. Macht's gut und bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Jetzt war sie richtig. Muah.